Hey, ja, hier ist der Schnuppe. Willkommen zurück zu The Suffering, Ties That Bind, zum nächsten Level und damit zur Fortsetzung von diesem Let's Play. Beim letzten Mal haben wir die Fabrik der Strafanstalt, also des Gefängnisses Eastern, erreicht. Hatten ein kurzes Level mal wieder, aber ein paar, Kämpfe gegen Monster und viel mehr Soldaten. Jetzt geht's weiter mit dem nächsten Level, wo wir halt mit Visionen hingeleitet worden sind. Wir suchen dann noch Blackmore und dann machen wir jetzt weiter entsprechend und zwar mit dem Level Partner auf Lebenszeit. Na gut, dann suchen wir einen Partner auf Lebenszeit. Ja, wer damit gemeint ist, vielleicht unsere Bestie. Ja, und hier geht's ja schon ab, haben wir letztes Mal noch mitgekriegt. Hier wird schon geballert. Aber wir wollten noch nicht teilnehmen. Jetzt ist mal okay, was ist denn hier los? Was geht hier vor sich? Wieder. Wer kämpft hier gegen wen im Spiel? Habe ich auch nicht mehr so ganz kapiert. Einen anderen Weg, ja? Okay, ich verstehe. Okay, da sind ganz viele Viecher. Da wird wer abgemurkst. Solange wir es nicht sind, ne, würde ich sagen, ist alles gut. Wir speichern ab, weil Dialogsequenz vorbei ist. Müssen wir das halt nie nochmal abspielen. Okay, die Tür ist so. Ja, viele Schüsse haben wir auch nicht mehr. Ein Schuss, na super. Also eine 5 Schuss meine ich. Pistole. Was denn? Industriegebiet Eastern. Industriegebiet Eastern, warte mal, das ist jetzt hier. Industriegebiet Eastern, Ladedock. Der Todesbrunnen. Ah ja. Ich finde diese Karte total. Hast du erwähnt, dass die total hilfreich sind? Ich meine, das ist dieselbe Karte, ja. Wissen wir das jetzt. Ja, wir waren jetzt links. Nee, wir waren jetzt beim letzten Mal rechts. Jetzt sind wir unten, jetzt sind wir da. Das heißt, wir waren beim letzten Mal hier. Ja, jetzt sind wir hier. Weil wir da lang gelaufen sind, aber da brauchen wir noch keine Karte im Spiel. Naja. Okay. Sei vorsichtig, Torg. Dies scheint der einzige Weg zu sein, aber irgendetwas stimmt nicht. Es scheint gefährlich. Ich höre Hunde. Raketenwerfer. Irgendwas schaut in den Raketenwerfer aus. Kann vielleicht hilfreich sein. Okay. Ah! Also das hätte ich was. Na dann. Lieber nicht mehr nicht da lang. Kontrollpunkt. Was? Wieso ballert ihr uns auf uns? Ah, dafür bräuchte das Teil. Ich glaube, dafür bräuchte das Teil, ne? Kann das sein? Gott, dann ballern wir mal so mit Raketen rum. Na, danke schön. Hab wieder gegen Wand geballert. Eure Nase. Ach, herrlich.
Was? Daneben? Ja. Jetzt habe ich irgendwas anderes erwischt. Verdammt, dann müssen, wie mache ich das denn hier? Wie habe ich ihm daneben geschossen? Oh, da geht er daneben, verdammt! Das muss er nicht. Hab einen erwischt. So. Ach, daneben, ey. Ja, das keimt ja schon. Okay, okay. Vielleicht mal, aber ich weiß nicht, ob ich damit erwischen kann. Oh, ja. Aber das Ding feimt ja, also. Die Qualität ist mehr, kann das sein? Lass das! Kannst du ein Magazin reinballern? Ob das überhaupt bringt, keine Ahnung, aber. Da bringt's ja was. Okay, und nun ist halt nur gefährlich, ja, mir und klar, aber. Ich weiß nicht, was ich überhaupt glaube. Ich weiß auch gar nichts. Ich spiele hier. Ja genau, das ist ein guter Rat, würde ich auch mal sagen. Oh oh. Das sind hingegen kein gut. Aber Krempen, aber macht das überhaupt Schaden, ist die Frage. Baller da Magazine rein, was haben wir noch für Waffen? Keine mehr. Hey, Raketen treffen müssen. Ah. Oh oh. Aufpassen. Aber Kramp, mach ich überhaupt Schaden? Wie soll ich da sonst vorbeikommen? Hab ja mehr hier Munition, also muss das ja was bringen, ne? Für diese Waffe hier. Aber ein ganzes Magazin entleeren auf das Ding. Oh Mann. Naja, weil ich selbst hier eine Bestie bin. Vielleicht. Ah, oh, verdammt. Ich kam jetzt irgendwie nicht um die Wand. Verdammt, ey. Ich war doch so gut dabei. Da kommt Schale Lütten, aber dann am Ende war ich zu. So. Okay. Daneben, verdammt. Aber hier haben wir zwei Raketen so halt getroffen, also besser als eben. Genau. Na! Komm ich hier nicht weg? Nein, häng ich fest! Jetzt häng ich irgendwie fest, ey! Ach ja, ich dachte, du bist auf meiner Seite! Aber deswegen sagst du das wahrscheinlich. Granaten, was er bringt? Na! Hab ich den erwischt? Nein, hab ich nicht.
Vielleicht erfahre ich nie deine Geheimnisse. Und damit muss ich wohl leben. Und dann ist... Nein! Komm her! Ich treffe den nicht! Nämlich nicht! So, dass ich ihn töten könnte! Ich baller auf, was das Zeug hält! Naja, die haben mich doch angegriffen! Jetzt hab ich sie jetzt dahin! Aber wie soll ich den erledigen? So. So, einer, noch ein Experte? Also. Oh, wie soll das funktionieren? Oh, ja, um die Ecke. Oh. Ja, das ist eine Bestie, wie gesagt. Ah, das klappt ja noch nie hier. Ich komme nie voran. Wie soll ich das Ding erledigen? Ein ganzes Magazin reinhauen, das kann ich, aber mehr nicht. Aber das bringt ja nichts. Ich krieg das Ding nicht kaputt damit. Und die redet zu viel. Ich müsste zu diesem Geschütz kommen, aber ihr seid da hinkommen, da hoch. Geht doch gar nicht. Die qualm, aber. Oh, aufpassen. Wie soll ich da hinkommen, frage mich, ey. Was das? Ist gefährlich, mit dem Hubschrauber hier rumzufliegen. So zwischen den Straßenschluchten. Na gut, Straßenschluchten ist ja immer noch auch, aber ich kriege das doch niemals klein. Vor allem, wenn ich gleich versterbe hier, deswegen speichern wir mal ab. Die haben es ein bisschen beschädigt, glaube ich, also. Wie viel Magazin im Raum ist? Alles, was du zu wissen glaubst, ist falsch. Ich weiß doch gar nichts. Ja, das geht doch gar nicht. Man kann ja auch nicht vorbeischleichen. Ich könnte ewig weitermachen. Ich glaube, das bringt gar nichts. Ich muss irgendwie zu diesem Geschütz kommen, nur. Wie mache ich das? Gut, man kann ihn hier nicht treffen, ne? Aber. Kann ich da irgendwie auf die drauf schießen, irgendwie im Kopf treffen? Ich muss herkommen. Du hast so viele meiner Männer getötet. Denkst du, ich würde das einfach vergessen? Ah! Verdammt, ja. Dann im G, warte. Ah! Das sieht besser aus. Stopp! Na jetzt hat aber funktioniert. Was hast du denn? Jetzt haben wir das geschafft. Auch noch mehr, wa? Mann, jetzt haben wir...
Wenn wir dann die Waffen finden, nehmen wir wieder die. So, und der Kopf. Wo kommt der denn her? Der hat auch keinen Kopf mehr. Auch ziemlich kopflos angegriffen. Irgendwie machen wir es nicht mal geschafft. Wir sollten mal speichern. Sonst machen wir das gleich nochmal. Hätte leider hinlaufen müssen. Zwischen den Feuerstößen. Naja. Was ist denn das jetzt? Wo kommt die denn jetzt her? Mach ich das jetzt? Und ich dachte, du kriegst die Kurve. Habe ich noch einen Schein? Jetzt haben wir wieder so ein MG-Schützen. Warum fliegen die dann woanders hin? Ach, nochmal. Verdammter Mist, ey. Wie mache ich das denn jetzt? Wenn du schon jemanden mit Füßen treten musst, um dein Ziel zu erreichen, wirst du auch gleich ordentlich zutreten. Das sieht besser aus. Nee, ist dann wieder rausgeflogen. Ich habe gelernt, wenn du etwas willst, dann nimm es dir einfach. Das hat nicht funktioniert. Ich muss wieder runter. Ich muss hier noch. Keine gemeinsame Sache mit Verlierern. Ja, momentan. Kommt die wieder her? Kommt die wieder her, ey. Das ist ein Mist. Wie mache ich das jetzt? Wer entscheidet, was richtig ist? Diejenigen, die überlebt haben. Sonst niemand. Halt irgendwie das und die angreifen muss. Keiner zählt hier die Punkte. Die lebt noch? Okay. Ich habe gelernt, wenn du etwas willst, dann nimm es dir einfach. Okay. Das hat gesessen. Ich glaube, wir haben den jetzt erwischt. Okay. Was bist du für einer? Haben wir endlich jetzt erledigt. Oh, das ist ein großer. Also so einer. Oben voll erwischt. Oh, klar. Kleiner Matsche. War ja irgendwie klar, ne? So, kann ich jetzt noch was mitnehmen? Ja. Kann ich wieder. Ach, das war jetzt mal aber nicht so einfach. Ah, wieder nicht. Das ist ja bekannt in dem Spiel hier, ne? Keine Granaten mehr, oder was? Naja. Nur Blindgranaten, die ein... gar nicht helfen. Wenn man so weitergeht. Durch diese Tür. Ach, die geht nicht auf. Nö. Die geht nicht auf. Das war klar. Jetzt geht's auch hier weiter. Ja, auch nicht. Okay. Jetzt ab nach unten. Unwann denn jetzt überhaupt? Was sagt denn die Karte? Hilft uns überhaupt weiter? Nee. Eigentlich nicht, ne? So wirklich. Kontrollpunkt. Hier ist es, Doc. Blackmore ist hier, nur weiter unten. Um zu ihm zu kommen, musst du Vertrauen haben und springen. Du bist dabei auf dich alleine gestellt. Aha. Wie soll ich springen? Wohin? Geht hier wieder slow word, die slow hit und wieder slow tips? Okay. Oh. Aber ich weiß nicht, ob ich momentan nicht mit der besser wäre. Andererseits.
Die ist viel besser mit 100 Schuss, ganz ehrlich. Geht das so hoch? Ah! Es ging hoch, aber ich hab gesagt, das geht von unten runter, hab das irgendwie nicht so realisiert. Naja. Hier ist wohl gerade keiner. Gerade keiner anwesend. Finde ich gut. Gefällt mir, wenn keiner anwesend ist. Gerade und landet ein Grund zum Speichern, damit sie da geballert, aber nicht gerade da, wo wir sind. Ja, was war das denn wieder hier? Hängen geblieben. Geht's jetzt? Ja, ich glaube. Ja, wir kommen nach oben. Ah, oh, wieder so ein Vieh. Ah, da ist sie. Voll erwischt. Hubschrauber. Schon wieder? Flossen. Was muss ich jetzt hier machen? Den Knopf drücken, glaube ich. Ah! Was ist das für ein Vieh? Okay. Was ist das für eine Knarre? Kann ich deine Bindung benutzen? Ah! Okay, wie mache ich das? Wie soll ich das wissen? Und vor allem womit? Gibt's hier Munition? Nee. Gibt es nicht, na, müssen wir wohl! Erst auf die harte Tour versuchen! Bis die Munition alle ist, hä? Was bringt mir das jetzt hier? Was soll ich hier machen? Verdammt, Mist. Und ich glaube, ich muss hier runter. Kommen dann die Munitionfender. Naja, für die halt. Ah, verdammter Mist. Ja, komm ich ja nicht hoch. Das passt ja an den Viechern. Oh, ja, haben die nichts für mich. Was ist das? So. Was soll ich jetzt hier machen? Kann ich den wieder dringend erledigen? So. Kann ich irgendwie wissen damit? Ich hab hab eine Meutenkreatur erledigt. Ach, das heißt, hab eine Meutenkreatur erledigt. Was ist das für ein Vieh? Lass mal gucken, ne? Meutenkreatur. Sieht aus wie ein Wurm. Die Meutenkreatur. Dies ist die größte Kreatur, die wir je gesehen haben. Wir wissen nicht, ob die Meutenkreatur einzigartig ist. Oder ob wir einfach nie mehr als eine gesichtet haben. Sie scheint entfernt mit dem Begrabenen verwandt, ist aber viel größer, tödlicher und destruktiver.
Dieser riesigen Kreatur scheinen unzählige kleine Tierköpfe aus dem Körper zu wachsen, sodass sie an eine Meute oder Horde erinnert, die ihre unkontrollierbare Wut an den Unachtsamen auslässt. Oh, übles Vieh, ja. Hoffentlich ist das wirklich die einzige gewesen. Es fehlt doch nur eine Kreatur. Gut. Okay. Ich hab ein Problem. Kann ich nach oben? Komm ich wieder hoch? Glaub ich schon. Ja, ich komme hier nach oben. Dann kann ich mich vielleicht auch da hinretten. Ja, kann ich. Dann bin ich wieder dabei. Ja. Kann ich dieses Ding benutzen? Ach, ne, das ist ein Gepanzerter. Ach, ernsthaft? Das ist nur ein Gepanzerter, den kriege ich nur mit der Kreatur klein. Eigentlich ein Witz, ne? Dass der so stark gefallen ist, selbst gegen Granaten. Das ist dämliches Prinzip im Augen, aber... Naja. So ist das wohl in dem Spiel. Wir haben jetzt diesen Kampf immer überstanden, können alle abspeichern. Eben etwas. Jetzt geht's weiter. Da wartet euch noch mich hier, seht ihr das richtig? Oh mal. Ja. Okay. Es ist immer von Vorteil, nach eigenen Regeln heute kein anderer Weg bleibt, ist die Jagd vorüber. Okay, da. Jetzt schießt nicht auf mich, jetzt habe ich den hier. Natürlich die Nummer nach oben. Munition, Waffen wechseln ist ganz gut. Aber obwohl, naja, 21 Schuss. Ist ja mehr als eine Pistole. Also nehmen wir mal lieber die. Da bleibt nicht so viel übrig. Er hat ein bisschen Reserve, aber. Kann ich hier wieder aufladen? Ja, kann ich. Okay, kann ich irgendwas sammeln hier? Dann müssen wir mal kurz abwarten, bis wir den letzten, obwohl, na, eigentlich haben wir ja fast volle Lebensenergie. Ich glaube, das ist nur so eine Vision, der ballert nicht auf mich. Ich baller aber auf ihn, aber bringt nichts. Sauber! Zauberhafte Zombie-Flaschen, die einfach. Zombie-Flaschen, die einfach wieder auftauchen. Na gut. So. Gibt's hier noch was? Pistolen, Pistolen, Pistolen. Nichts anderes? Keine. Kein Gewehr. Kein MG. Nein, ich muss ihn wirklich nur mit dieser, mit der wieder Profi, der habe ich noch. Doch, wir haben noch was, würde ich sagen. Das gefällt mir, also. Wo da rein, hä? Na dann. Okay! Das tollste niemals erzählte Geschichte. Ja, okay. Egal, beim nächsten Mal wird das ja erst vorgelesen. Nee, noch nicht. So früh. Jetzt bin ich drin. Jetzt bin ich dabei. Jetzt kann ich abspeichern. War ein bisschen zu voreilig. Ja, beim nächsten Mal geht's dann mit diesem Level weiter. Wir haben das wieder abgeschlossen. Ein, naja, mal wieder schwierigeres Level. Dieser Hubschrauberkampf war eigentlich so gesehen schwieriger, ne? Statt unten diesen Monster zu erledigen. Das macht nur ein oben platter unten ziemlich gefahrlos. Aber ja, wir haben es geschafft. Und ich hoffe, ihr hattet Spaß daran. Denkt wie immer an die Kommentare und an die Bewertungen. Und damit danke fürs Zusehen. Und bis zum nächsten Mal.